Okay, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure DX. Wie wir im letzten Part gesehen haben, haben wir jetzt einen neuen Charakter freigeschaltet. Super Sonic. Was mit dem auf sich hat, das werden wir uns jetzt anschauen. Als ich den als Kind freigeschaltet habe, da war ich total geflasht. Erstmal so, oh mein Gott, es geht noch weiter. Ich dachte, ich hätte jetzt das Spiel durchgespielt. Ja, da war noch ein siebter Chaos Emerald drin. Und weil wir davon ja nicht genug haben, stürzt die Insel schon wieder nach unten. Nachdem, wir erinnern uns, bei Knuckles, die ja wieder in die Luft gegangen ist. Und, oh, haben wir ihn vermisst? Nein, nicht wirklich. That's Sonic. He always seems to get in my way. Ja, vielleicht sollst du nicht so dumm sein. Well, my master plan. Oh, guck mal, Chaos. Die kennen wir doch. The Master Emerald is where it belongs. But Angel Island is still falling. Angel Island ist wieder unten, fällt nicht mehr. Maybe those Chaos Emeralds that I brought back with me have something to do with what's happening. I'll take them to Sonic for his advice. Warum hat Knuckles sie mitgenommen? Eggman. Ach genau, ja, Sonic, Knuckles hat ja als letztes gegen Chaos 6 gekämpft, stimmt. This is terrible. Chaos is... Is what? Und wie immer, die Leute müssen dann sehr abgehackt reden, wenn es gerade wichtig wäre. Wie bald, dass man andere Leute warnen würde. Ja, und Sonic, der hat sich die Ruhe verdient. Yes, Eggman learned his lesson. Yep. And maybe I'll take another vacation somewhere. Sonic! Er hat hier wirklich die längste Story gehabt. Musste mehr machen als alle anderen. Hey there, Tails! Did you find the tornado too? Never mind that. Get up and follow me. Angel Island is falling again. Hey, no way! Who blew it this time? Oh, I don't know, but we'd better hurry! Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hieß es Has Fallen Again. Das heißt, es ist schon längst runtergefallen und somit fällt nicht mehr. Aber gut. Untertitel scheinen ja nicht gerade deren großer Stärke zu sein. Hui! Schon wieder was anderes, wenn man wieder mit Sonic spielt. Der ist schon recht schnell. Und wieder zu Angel Island. Yeah. Guck mal, wer hier unten liegt. Sonic. Sorry. Knuckles. And Eggman. What happened here? He stole my Chaos Emeralds. And Chaos is still alive. What? Ah! He's not gonna get away with this. Natürlich schafft es erst dann wieder aufzustehen, wenn Sonic da ist. Sonic. Chaos is a fearsome beast. If he gets that last Chaos Emerald, we're done for. No need to explain. We'll get on it. Tails? Right. What? Oh jeez. Oh jeez, das gibt's wieder. This place, it looks familiar. It's not a dream after all. Naja, das zieht sich ja quasi so ein bisschen durch Sonic Adventure 1 und 2 durch, dass man immer erstmal alle Stories durchspielen muss, um dann das wahre Ende zu kriegen. Get out of my way! Das hat man ja auch noch bei Shadow the Hedgehog. Did you hear what I said? I won't obey! Und Sonic We Heroes? We need those 7 emeralds to give us total power. It's power for the people. And they are your people too, you know. We must get that emerald.
Greed is our enemy. Once it starts, you will always want more. Please don't do this. I beg you. No, die Chaos. I don't listen to the words of a child. Ready, men? Charge! Chaos, ich dachte irgendwie, ich bin mir echt nicht sicher, wie man die wirklich ausspricht. Was jetzt Chao oder Chaos? Chao würde natürlich Sinn ergeben wegen Chaos. Da Chaos eindeutig ein weiterentwickelter Chao ist. Oder Chao. Aber irgendwie Chao klingt auch schön. Nur Chao klingt irgendwie Chao. Und das ist ja italienisch für Tschüss. Oder? Gut, ich habe kein Italienisch. Oh, it's a monster! No! Gut, eigentlich, dass Chaos ein weiterentwickelter Chao ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen Spoiler gewesen, aber ich glaube, das konnte man sich auch ein bisschen denken. Hey, are you alright? I think so. Oh my gosh! No, no, no! Wait up! Und wir gehen the seven emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. Das hast du bei Kingdom Hearts. The controller serves to unify the chaos. The seven emeralds can change our thoughts into power. If this emerald controls that power, please, you must stop him. Ja, halt ihn auf und leuchte ihn. Wake up! I was on a snooze cruise, I guess. Man, guck, good thing you're okay. You just sort of conked out there. Knuckles left already. Come! We gotta go after the last emerald. Lead the way. It should still be on board the Tornado too. Ja, er müsste noch an Bord der Tornado 2 sein. Wo ich mich jetzt eher frage, woher wissen die beiden, wo die ist? Ich meine, Sonic ist einfach runtergesprungen. Und ich glaube nicht, ich glaube, die müssen ja dann vermuten, dass sie auf der Egg Carrier ist. Also ein bisschen Plothole. Weil ich bezweifle irgendwie, dass Big zu denen gekommen ist. Ach ja, ich habe euer Schiff ausgeliehen. Ich weiß ja gar nicht, dass es deren Schiff ist. Und Tails musste ja dann da in Station Square gegen Eggman kämpfen. Und Sonic musste gegen Eggman da kämpfen, also irgendwie. Rein theoretisch. Look, it's the Tornado 2! Yeah, so let's get the Chaos Emerald and leave. Ob man die Tornado 2 What? Findet, wenn man als Sonic nach vor dem Eggman-Kampf dahin geht? Now what do we do? Weil eigentlich zeitlich müsste das recht nah sein. Das würde es dann einiges erklären. So. Wir haben jetzt wieder eine schöne gerenderte Zwischensequenz. Genießt sie. Gut, ihr habt ja auch von vorher im Let's Play da mal den Start gesehen. Man hat die eigentlich größtenteils daraus verwendet, was ich genau genommen eigentlich richtig scheiße finde. Man einem quasi so die letzte Geschichte spoilert. Ja, man sagt doch in Star Wars Episode 5 im Trailer auch nicht, Luke, ich bin dein Vater. Okay. Genau genommen stimmt es ja nicht, dass er sagt, Luke, ich bin dein Vater, sondern nein, ich bin dein Vater. Aber irgendwie hat man das immer in Luke, ich bin dein Vater übernommen. Und ich glaube, die Leute verstehen dann, was man damit meint, obwohl es ja eigentlich falsch zitiert ist. Das wird teuer. Komisch, dass das bloß da oben in den Fluren rausbricht. Das sind wohl größere Toiletten oder so. Tja, Tsunami.
Und das war mal eine hübsche Stadt. Das war Station Square. Und das ist Chaos. Gut, dass ich irgendwie nicht für den blauen Igel unterwegs bin. If I wasn't just dreaming, that monster is a real menace. Eggman. Looks like he's after Chaos too. Und Chaos greift durch das Gebäude. You have defied your master, stupid beast. Na, Eggman konnte sich natürlich auch noch, hatte natürlich noch genug Geld, um noch einen Egg Carrier zu bauen. Wo kriegt er das ganze Geld eigentlich her? Sind da so Banken, die sich dann so überlegen, ja klar, ja. Bauen Sie doch eine Todesmaschine. Wir haben das Geld. Bezweifle ich ja mal eher. I've had enough. Who do you think you are, anyway? Und da kommt wieder das Licht. Oh, it's you. The one who sealed Chaos in the Master Emerald. Tikal. Ja, wie ihr merkt, dieser Part ist sehr zwischensequenzenlastig. My heart has always been in the Master Emerald along with Chaos's. Now he's filled with anger and sadness. Ich glaube, sie meint eher gelebt. And if it goes on, he'll eventually destroy the world like he did before. Ich glaube, der riecht was. Gut, dass sie die ganzen Emeralds nicht mehr braucht. Vorher hatte sie noch einmal so in Anspruch genommen. He's absorbed the Emerald's power. He must be sealed in the Master Emerald now. How can that help? It won't change how he feels inside, will it? His heart will still remain in turmoil, and his anger just won't vanish. He'll just be trapped forever. What choice do we have? Gar keine. Tötet das Monster. Hey, Sonic! Oh, geh weg. Hey, guck mal, das ist noch das Gamma. Here, take this. Das ist mir früher gar nicht aufgefallen, dass er dann nicht irgendein Vogel da ist, sondern hey, Gamma. Guys, what's up? Chaos only used the negative power of the Emeralds. Sonic, you should be able to harness their real power. As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Go, Sonic! Yeah, Sonic! Sonic! Okay, von wo der Typ war? Negative forces aren't the only way to empower the Chaos Emeralds. Ich hab da keine Menschen gesehen. Our positive feelings toward each other can make them work. Our hearts together form awesome power. Also awesome power klingt echt besser als unsere Liebe kann Berge versetzen. Und das ist das, meine Damen und Herren, ist Super Sonic. Mit rotglühenden Augen, gelber Haut. Und ja. Oh, wir haben sogar die ganze Leben, die ich als Sonic angehäuft habe. Aber diesen Kampf teile ich euch in diesem Part vor. Wir werden den gesamten Kampf und das Ende dann im nächsten Part uns ansehen. Also, wenn ihr jetzt gespannt seid, wie dieser Kampf ausgeht, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Also, bis dann.